Hallihallo und willkommen zurück zu Dracula, diesem vor Logik strotzenden Spiel. Ich habe mich mal wieder erkundigt, so wie ich eben bin, und weiß jetzt, wie wir das machen müssen. Ich habe ja äußerst lange dafür gebraucht, so wie war das jetzt mal? Ich habe mir das so irgendwo aufgeschrieben. Ah ja, hier. Ich meine, mal ehrlich, wie kommt man auf so einen Scheiß? Muss man ja erstmal wissen, wie so eine Waage funktioniert, oder? Und dass ich alles brauche, das steht auch nirgendwo. So, hier sind angeblich dann drei solche Dinger drin. Moment. Und jetzt kann ich das da reinschütten, oder was? Okay. Toll. Und das bringt mir genau was? Na also, perfekt. Ja. Toll. So, habe ich jetzt irgendwas im Inventar, oder? Ich werde es mit den ganzen Kack hier richtig hinmachen. Ah, jetzt habe ich Golddeben. Hä? Das ist eine Schüssel mit Goldstaub. Muss ich das jetzt mit dem Blut vermischen, oder was? Muss ich vielleicht das Blut da... Nein. Muss ich das Wasser da... Nein. Muss ich das Blut in das Wasser, oder... Nein. Okay. Ich bin jetzt toll. Ich glaube, ich hätte mir am besten die ganze Lösung durchlesen sollen. Was muss ich denn hier noch machen? Was ist hier? Obwohl es windstill. Ja, das hast du schon mal gesagt. Vielleicht muss ich das da reinwerfen? Nee, oder? Echt jetzt? Perfekt. Nun der nächste Schritt. Willst du das Blut da reingießen? Oh. Das Wasser, es wird zu Sand. Ist das etwa Zauberei? Das ist ja wie Zauberei. So, nu? Dafür brauche ich etwas. Bestimmt das Boot, oder? Nur weiß ich nicht, wie der das Boot haben will. Kannst du vielleicht jetzt da dran gehen? Keine Ahnung. Nein. Das kann ich nicht tun. Kalle, du machst mich wahnsinnig. Weißt du das? Tja. Und nun? Keine Ahnung, was er machen will. Nein, das kann ich nicht. Gut, das geht schon mal nicht. Willst du vielleicht... Nein, das Moment kann ich mal. Nicht. Muss ich vielleicht die Pyramiden dort irgendwie reinhauen oder so? Ja, du sollst... Du sollst zurückgehen. Ach. Ach. Die Pyramiden müssen also hin. Alles klar. Hatte ich schon erwähnt, dass logisches Denken hier total unsinnig ist? Hä? Was willst denn du jetzt? Ich denk... Muss ich das verstehen, oder? Ach so, ist okay. Moment, da fällt mir gerade was ein. Und zwar... die Pyramiden von Gizeh. Die müssen da bestimmt irgendwie so komisch angeordnet werden, oder? Ach, keine Ahnung. Ne? Keine Hobbys hast du, Alter. Keine Hobbys. Machen wir es einfach mal so. Dann machen wir das so. Das wird schon irgendwie richtig sein, hoffe ich. Hä? Okay. Dafür brauche ich etwas. Ja, du brauchst die hässlichen Pyramiden. Jetzt stell das Ding da hin und heul ihn rum. Ja? Mach hin. Okay, und jetzt noch die mittlere. Wenn das jetzt nicht richtig ist, ey. Dann drehe ich ab. Ach, und er kann das erst hebeln, wenn das offen ist. Mhm. Cool. Geschafft. Die Anordnung der Pyramiden in Gizeh. Und damit der Auslöser zum Öffnen der Geheimtür. Und wieso leuchtet da jetzt Licht? Warum... Hat das irgendeine Bewandtnis? Kommt das vielleicht jetzt nur, weil die Dinger da stehen, oder? Das
So, und jetzt hebelt das Ding darunter. Und dann geht's weiter. Wow, was für eine Anstrengung. Wahnsinn. Nur genau. Es lässt sich bewegen. Perfekt. Ja, genau, ja. Dann, ich muss extrem vorsichtig sein. Ach, echt jetzt? Das ist... Boah, hätte ich jetzt nie gedacht. Aha. Okay. Oh, diese Stelle wird von Krokodilen heimgesucht. Unpassierbar. Deswegen ist das Schiff da, du Vollidiot. Oh, jetzt ist er hier. Toll. Es gibt hier alles zu gucken. Okay, gucken wir es. Aber da ist jemand drin. Oder besser, eine höllische Kreatur, wenn man nach den unmenschlichen Schreien aus dem Inneren geht. Oh, da kommt ihr noch raus. An meinen Aufenthalt in Kairo auf der Spur von Dracula werde ich eine fürchterliche, aber außergewöhnliche Erinnerung beibehalten. Ich schreibe sie hier auf diesen Seiten nieder, damit die Welt weiß, welche Gefahr von diesem Monster ausgeht. In der letzten Grabkammer im Tempel der Vampire habe ich die Ergebnisse eines fehlgeschlagenen Versuchs gesehen, Unsterblichkeit zu erlangen. In einem halboffenen Steingrab lag eine Kreatur des Teufels, ein Wesen, das einst menschlich gewesen sein muss. Es stöhnte und jammerte auf schreckliche Art und Weise. Mir wurde klar, dass es auf ewig dazu verdammt war, untot zu sein, wie Dracula es nennt. Ein ewiges Leben in den Tiefen einer jämmerlichen Höhle, genährt vom Blut der Opfer, die dort hinabsteigen, um zu sterben, oder der Grabräuber, die zufällig dort enden. Cool. Ach, jetzt guckt er nicht mehr raus. Oh, schade. Also so recht verstehe ich noch nie, was der hier will, ne? Also, gibt's hier noch was? Nö, einfach nur hingehen. Eine übernatürliche Kraft hindert mich daran, weiterzugehen. Der Zauber muss gebrochen werden. Mhm. Du hast Vorstellungen, Alter. Willst du vielleicht mit dem Kreuz rumlaufen? Eine übernatürliche... Nee. Okay. Dann vielleicht die Sphinx. Ah, okay. Hä, wo sind die jetzt hin? Der Zauber ist gebrochen. Ich kann weitergehen. Ah ja. Ich muss aufhören, logisch zu denken. Ich glaube, das wird mir helfen. Au. Autsch. Aha, okay. Das ist offensichtlich ein Pentagramm auf dem Boden. Ja, was gibt's hier noch so? Achso, ich kann hier nur was nehmen. Alles klar, dann mach mal. Ich bin gespannt. Papyrusrollen? In einer Sprache, die mir völlig unbekannt ist. Die Erde bebt. Schnell, ich muss hier sofort raus. Erstmal warten. Und jetzt soll ich die Sprache vielleicht noch übersetzen, oder was willst du? Ich bin ja so gut im Übersetzen, das habe ich so gern gemacht. Aha. Okay. Okay. Bin aber schnell wieder hier. So, jetzt gebe ich dem mal... Oh, ich habe ganz schön viel verloren, ne? Ich gebe dem mal das Papyrus. Mal schauen, was der dazu sagt. Naja, zumindest sind ja den Haufen Scheiß in unserer Tasche losgeworden. Können es wieder beschwingter durch die Gegend wandeln. Ich bin in die geheimen Winkel des Grabtempels vorgedrungen und habe das, was ich hinter dem Kreuz vorgefunden habe, unter dem Schutz der heiligen Relikte zurückgelassen. Mitgenommen habe ich diese Schriftrollen, in denen vielleicht geschrieben steht, wie ich meine Bekannte von dem Fluch erlösen kann. Allerdings verstehe ich diese Sprache nicht. Können Sie für mich übersetzen? Diese Texte wurden in der alten Geheimsprache meines Ordens verfasst. Sie ist schon vor Jahrhunderten in Vergessenheit geraten. Daher kann ich nicht einmal ein einziges Wort übersetzen, mein Sohn. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Mein Scheitern wird schwere Konsequenzen haben. Meine junge Bekannte ist verloren, obwohl ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um sie zu retten.
Vielleicht gibt es Hoffnung, mein Sohn, wenngleich es nur ein Fünkchen ist. Vor gut 20 Jahren hielt sich für einige Tage ein Mönch namens Bruder Alberto während einer Pilgerreise bei uns auf. Er schien viel über unseren Orden zu wissen. Wenn ich mich recht entsinne, sprach er davon, dass er gewisse Grundkenntnisse über diese altertümliche Sprache besitzt. Am Tag seiner Abreise vertraute er uns dies an. Mehr wissen wir jedoch nicht. Ich weiß nicht, ob dieser Mönch noch lebt. Er schien sogar älter zu sein als ich. Sollte er noch unter uns weilen, findet man ihn bestimmt im Herzen der Abtei, wo er Illuminator war. Es ist die Abtei St. Cortuna in Wien, der Hauptstadt von Österreich-Ungarn. Vielen Dank für die Informationen, Herr Wundert von Judäa. Ich werde so schnell wie möglich meine Sachen packen und aufbrechen. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Also leben Sie wohl, mein Freund. Ich habe zu danken, mein Sohn, und sage nicht, lebe wohl. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns im Himmel wieder. Nee, danke. Ich muss diesen Mustafa finden. Hä? Wer ist Mustafa? Was? Was? Ich will nur mal kurz. Mir fällt gerade was auf. Ich hätte gern die Sprache doch noch ein kleines Stück lauter. So ganz minimal. Fortsetzen. Hä, wer ist Mustafa? Wer zum Geier ist Mustafa? Meine Fresse! Aber es hört sich gut an, dass es demnächst nach Österreich gehen soll. Dann geht mir wenigstens nicht mehr dieses hässliche Gedudel im Hintergrund auf die Geister. Ja. Mhm, auf die Geister. Ach hier, Mustafa. Toll, dass du wieder da bist. Das war doch Mustafa, oder? Hier, Effendi. Das kam für Sie. Der Direktor des Museums hat es geschickt. Danke. Ach übrigens, ich habe Nachforschungen wegen Ihrer Nichte angestellt und habe gute Neuigkeiten für Ihren Cousin und ebenso für Sie. Ach ja? Hören Sie, Ihre Nichte ist jetzt weit weg, aber sie ist sehr, sehr glücklich. Der Fremde, mit dem Sie sie gestern Abend gesehen haben, ist kein geringerer als ein europäischer Prinz, der sich auf den ersten Blick in Sie verliebt hat. Ein Prinz? Ja, aber sagen Sie das nicht zu laut. Sie wurden zwar gemäß den königlichen Traditionen seines Landes getraut, jedoch ist diese Nachricht noch nicht offiziell. Ich verstehe, Effendi, aber wo ist sie jetzt? Ich habe geschworen, es für mich zu behalten. Der Prinz ist sehr mächtig und eine Bekanntmachung dieses ewigen Bundes in der gegenwärtigen Situation könnte erhebliche politische Folgen haben. Hier und vor allem in Europa. Das erklärt einiges. Aber wenn ich das meinem Cousin erzähle, wird er mir niemals glauben. Goldstock? Der Prinz lässt der Familie seiner geliebten Gemahlin dieses Geschenk überreichen. Und für denjenigen, der die Neuigkeit verkünden wird, in diesem Fall sind das Sie, dieses Säckchen mit feinem Goldstaub. Heißkette? Für die Eltern lässt der Prinz diesen Schmuck überbringen. Der große Stein, den Sie hier sehen, ist ein ungeschliffener Diamant vollkommenster Reinheit. Ihr Cousin wird damit seine Familie bis an das Ende seiner Tage durchfüttern können, ohne jemals wieder Stepptanzen zu müssen. Wie kann ich Ihnen nur danken, Effendi? Bereiten Sie mein Gepäck vor und beten Sie zu Allah für mich. Die Hilfe Ihres und meines Gottes ist das Mindeste, was ich für mein Vorhaben brauche. Dieser Brief von Sievert beunruhigt mich sehr. Er gibt mir die Schuld an Minas plötzlich verschlechterten Zustand. Wer? Hartnäckiges Fieber verursachte schlimme Schmerzen und Wahnvorstellungen, in denen sie von einer Reise in den Osten sprach, um sich dort mit ihrem Herrn und Meister wieder zu vereinen. Ich habe Sievert gebeten, mit Mina in Wien zu mir zu stoßen, sofern sie reisefähig ist. Er gab mir die Adresse seiner Hausherrin, Herzogin Orlowski. Ich möchte sie besuchen, nachdem ich hoffentlich Bruder Alberto in der Abtei St. Cortuna gefunden habe. Aber werden all diese Bemühungen genügen? In diesem Augenblick versinken Draculas blutrote Augen in schrecklichen Texten und machen ihn wahnsinniger, stärker und noch gefährlicher. Mhm.
Wie geht es Mina? Ich verstehe das einfach nicht. Obwohl sie mehrere Tage nichts zu sich genommen hat, scheint es ihr körperlich blendend zu gehen. Als ob diese Reise gen Osten sie gestärkt hätte. Ihr geistiger Zustand ist jedoch katastrophal. Sie scheint starke Schmerzen und Albträume zu haben und es wird nicht besser. Das arme Kind. Gnädige Frau. Guten Tag, Professor. Unsere Patientin schläft endlich. Vielleicht wenigstens für kurze Zeit. War Ihre Suche nach dem Mönch heute Nachmittag erfolgreich? Nein. Weder gestern noch heute. Und das Verhalten dieser Mönche macht mich stutzig. Sie haben mir den Zutritt zur Abtei vehement verweigert und ein Treffen mit Bruder Alberto kategorisch abgelehnt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Haben Sie in der Universität der Wissenschaften neben der Abtei etwas Auffälliges bemerkt, Seward? Wissen Sie etwas über einen bizarren religiösen Orden? Ich musste mich voll und ganz den Studien widmen, Herr Professor. Ich habe nicht einmal Zeit für einen Plausch mit einer reizenden Bedienung gehabt und schon gar nicht mit einem Mönch. Aha. Und Ihr Gemahl, Herzogin? Hatte er seinerzeit irgendetwas mit der Abtei zu tun? Mein Gemahl war ein Mann der Wissenschaften und sein Interesse für Spiritualität war, gelinde gesagt, nur sehr schwach ausgeprägt. Nein, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Oh, werd doch mal fertig hier. Bruder Alberto ist unsere einzige Hoffnung. Ich muss nachdenken. Es muss doch einen Weg geben, um in die Abtei zu gelangen und den Mönch zu finden, sofern er noch lebt. Was meinen Sie, Seward? In einen heiligen Ort gewaltsam eindringen? Das geht selbst für einen Wissenschaftler fast zu weit. Aber warten Sie. Ja, ich erinnere mich. Als ich einst die Universität mit Professor Orlowski besucht hatte, erzählte er mir, dass Universität und Abtei ursprünglich ein einziges großes Gebäude waren. Erst viel später hat der Klerus den Teil, der nun die Universität beherbergt, der Stadt überschrieben. Der Professor erklärte mir, dass eine Tür nach wie vor beide Gebäudeabschnitte miteinander verbinde. Ich glaube, in der Bibliothek. Die Universitätsleitung hat jedoch die Nutzung der Tür strengstens untersagt. Sollen wir uns die Sache vielleicht einmal näher ansehen? Ich müsste die Bibliothek am besten in der Nacht aufsuchen, damit ich nicht der Universitätsleitung über den Weg laufe. Dann muss ich die Tür suchen, die direkt in die Abtei führt. Gut gemacht, Seward. Gut gemacht. Bruder Alberto. Ach, nein. Ich hab's falsch angeklickt, tut mir leid. Hat Ihr Gemahl einen Schlüssel zur Universität aufgehoben, Herzogin? Offiziell natürlich nicht. Aber zufällig erinnere ich mich noch daran, dass er einen Schlüssel hatte, wovon die Universitätsleitung jedoch nichts wusste. Dadurch konnte er von diesem Zimmer aus in die Bibliothek gelangen, um seinen Forschungen auch nach der eigentlichen Arbeitszeit nachgehen zu können. Als er pensioniert wurde, wollte er seine begabten Chemiestudenten einer kleinen Prüfung unterziehen. Wer diese zuerst bestehen würde, hätte als Belohnung den Schlüssel erhalten. Ich habe gesehen, wie er diesen Test vorbereitet hat. Er sollte in diesem Zimmer stattfinden. Leider verstarb er, bevor es dazu kam. Und der Schlüssel ist immer noch hier, wenngleich ich nicht genau weiß, wo. Tja, dann müssen wir ihn finden. Wir müssen unbedingt in die Bibliothek. Okay. Gut. Ich sollte meine Suche fortsetzen.